Und ich würde jetzt ganz herzlich Herrn Chefarzt Dr. Winterhalter bitten, unseren Gera-Herztag zu eröffnen. Im Anschluss daran wird er seinen Vortrag, der bereits hier vorprotokolliert ist, halten. Und ich möchte Sie noch mal darauf hinweisen, wenn Sie auf den Plätzen sitzen und das Gefühl haben, Sie können die Maske nicht oder müssen die Maske nicht mehr tragen, können Sie das tun. Das ist also gesundheitstechnisch möglich. Bloß wenn wir im Haus uns aufhalten, bei den Ausstellern vorbeigehen und so weiter, würde ich Sie bitten, die Maske wieder aufzusetzen, um unsere Bedingungen, die wir unterschrieben haben, auch erfüllen zu können. Vielen Dank. Professor, Herr Dr. Dankeschön. Ja, liebe Frau Hückel, herzlichen Dank für die netten Worte der Einführung. Und wenn Sie mich auffordern, diesen Gesundheitstag heute hier zu eröffnen, möchte ich sagen, dass ich finde, dass dies die Frau Professor Schmidtke wirklich sehr würdig getan hat. Sie hat im Interesse der Bundesregierung uns hier gewürdigt in Gera. Und so wie unser lieber Oberbürgermeister Herr Vonnab gesagt hat, strahlt das sogar bis nach Berlin, sodass wir so prominenten Besuch hier heute empfangen durften. Nichtsdestotrotz darf ich wirklich sagen, stehe ich sehr, sehr aufrichtig, sehr gerne hier und heute in besonderen Funktionen, wie mir gesagt wurde. Zum einen möchte ich Frau Masrizada entschuldigen dürfen, die leider relativ schwer erkrankt ist, sich aber gut erholt. Und ich möchte von ihr ganz herzliche Grüße in diese Runde hineinsenden. Vielleicht sitzen von ihr auch Patienten hier. Und Frau Masri war immer eine Verfechterin für Gesundheitsvorsorge und hatte mit der Schirmherrschaft für den Gera-Herztag seit 2 Jahrzehnten Großes bewirkt. Und da möchte ich ihr ganz aufrichtig für danken und Ihnen allen herzliche Grüße senden. Und ich glaube, sie wurde in der Stadt schon gesehen. Sie ist also auf dem guten Wege der Besserung. Ich soll Ihnen allen sagen, dass Ihre Praxis zum Jahresende sicherlich wieder von ihr mitgestaltet werden wird. Was in dieser Vertreterschaft als Schirmherr dieses Herztages möchte ich auch noch mal an Herrn Oppertsch erinnern, ohne den dies alles nie möglich gewesen wäre, der selbst nach schwerer kardiovaskulärer Erkrankung etwas zurückgeben wollte für die Stadt. Und es freut mich sehr, dass Sie alle hier sind. Und ich sehe eine interessierte Bevölkerung, ich sehe viele Seniorinnen und Senioren, aber ich sehe auch junge Menschen. Und an der Stelle möchte ich sagen, dass halt Gesundheit besonders dann wiegt, wenn man spürt, dass es nicht selbstverständlich ist. Und ich denke, dass viele hier von den älteren Mitmenschen ihren Neffen sagen, was wünsche ich mir denn? Ja, Gesundheit. Ich kann mich an mich erinnern, das war mir immer, ich fand das immer merkwürdig. Ich wurde dann als Kind gesagt, ach, gesund, das ist für mich selbstverständlich. Und viele junge Menschen sitzen jetzt hier und denken, was wird denn da geredet? Was wollen denn die älteren Leute? Gebrechlichkeit, etc. Diese Unversehrtheit gehört für uns in den ersten Lebensjahrzehnten in der Regel zum Alltag. Wir denken da nicht viel drüber nach. Und das wird immer wichtiger, dieses Gut. Ich sage Ihnen das, wenn uns das Leben das einholt an der Stelle, wenn wir auf fremde Hilfe angewiesen sind, wenn wir darauf angewiesen sind, dass die Medizin für uns Lösungen anbietet, das Leben lebenswert zu gestalten, dann ist das von ganz herausragender Bedeutung. Und was ich empfinde hier, was unser Auftrag ist, das ist zum einen, und das sagte ja, im Grunde dieser Stiftung, dass immer gerne auch die Vorträge gehört werden, dass die Menschen geschult werden, dass dieser Rahmen hier dazu beitragen soll, dass sie Prozesse im Körper besser verstehen, dass sie verstehen, warum Ärzte Medikamente geben, warum sie ins Krankenhaus eingewiesen werden sollen für diese oder jene Therapie. Was mir auch ein Anliegen ist, das ist das eine, dass man als Betroffener vielleicht dadurch mehr Zugang hat zu seiner Erkrankung. Aber was ich eben auch schön finde, ist, dass viele junge Menschen hier sitzen. Und da würde ich mir wünschen, dass sie vielleicht mitgenommen werden von diesen fantastischen Möglichkeiten, die die Medizin heute bietet. Es ist einmal die Fürsorge natürlich, das Empathische, was wir hoffentlich aufbringen, unsere Patienten zu führen und zu behandeln. Aber was Sie vielleicht hierbei mitnehmen, ist, dass das nicht umsonst ist, aufzupassen in Mathematik, in Bio, in Physik, die Naturwissenschaften wirklich mitzunehmen. Und das ist die Grundlage für das Verständnis der biologischen Prozesse im Körper. Dann dazu die Medizintechnik, die Digitalisierung. Es gibt eigentlich nichts Spannenderes. Und das Ganze darf ich vertreten für das SRH Waldklinikum Gera. Und das macht mich besonders stolz, weil wir sind eine Stiftung. Und das hebt uns ab von vielen Gesundheitskonzernen, die privat agieren, die ja, Aktionäre befrieden,
wo rote Zahlen geschrieben werden und irgendwelchen Konzernen, die praktisch add-on an dem Gesundheitskonzern dranhängen, die dazu führen, dass ärztliche Stellen nicht besetzt werden, dass gespart wird, wo nicht gespart werden sollte. Und da heben wir uns hier ab in Gera. Und das macht mich sehr stolz, deswegen bin ich sehr, sehr gerne hier. Und das ist, das war das Wort für die Klinik. Und wenn ich jetzt noch Frau Professor Schmidtke aufgreifen darf, Sie hatten gesagt, Sie sind Herzchirurgen, das freut mich sehr, dass Sie diesen Perspektivwechsel jetzt gemacht haben von der Versorgung der Patienten und jetzt was bewirken, vielleicht im größeren Ganzen politisch steuern können. Und Sie haben ja diese Dinge der Digitalisierung angesprochen. Und da darf ich sagen, wir haben über 1000 Patienten in unserer Home-Monitoring-Datenbank, nennen wir das. Da ist ein Mitarbeiter, ein Biomedizintechniker meiner Abteilung abgestellt. Das heißt, wir sind nicht nur Ärzte im Team, wir haben Study Nurses, das bedeutet Studienschwestern, die sind besonders ausgebildet, die sprechen fließend Englisch, die machen wissenschaftliche Dokumentation. Wir haben einen Biomedizintechniker, der ist auch promoviert, der hat also das studiert und kümmert sich um diese elektrischen Telemonitoring-Systeme. Das heißt, wir haben Gera all diese Möglichkeiten, die Sie angesprochen haben, zur Verfügung. Und darüber hinaus, wenn Sie Digitalisierung ansprechen, wir führen faktisch gar keine Papierakte mehr. Wir können alles im Computer anschauen. Wir gehen mit Laptop zur Visite, haben alles da, können Ihnen am Krankenbett Ihr Röntgenbild zeigen, direkt auf einem Bildschirm. Das bedeutet, da hat sich alles sehr, sehr weit entwickelt. Und deswegen macht es alles auch so transparent. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch für die lobenden Werte von Herrn von Naab, uns als Klinikum zu würdigen in der Stadt. Wir sind gerne für Gera da. Wir sind ein wichtiger Arbeitgeber für Sie. Wir würden uns immer auch gerne von der Politik entsprechende Unterstützung wünschen, wenn es um Baumaßnahmen für unser Klinikum geht, wenn wir uns erweitern müssen, um praktisch ja noch besser der Stadt dienen zu dürfen. Da gibt es das eine oder andere Hindernis, das Sie vielleicht auch aus dem Weg räumen könnten in Zukunft, würde ich mir wünschen. Und an der Stelle möchte ich jetzt gerne zu dem Fachvortrag überleiten. Also mein Thema ist heute die Diagnose, Behandlung von Herzrhythmusstörungen, die Möglichkeiten, die wir in Gera bieten können, aber auch ja, so eine kleine Biologie- und Anatomie-Lehrstunde, um Sie abzuholen, was das eigentlich ist mit dem Herzen, wie das aussieht, wie das beschaffen ist, wo Rhythmusstörungen herkommen, welche Möglichkeiten der Behandlung wir Ihnen bei uns anbieten können. Es wird jetzt detailreich erklärt werden, aber das ist das Eröffnungsbild. Stellen Sie sich vor, Sie liegen anstelle des Patienten da hinten und wir hier, also das ist der lieber Pfleger, der bei uns mit im Herzkatheterlabor gearbeitet hat, der ist mittlerweile zur Feuerwehr gegangen. Und das ist meine Wenigkeit, wir stehen hier bereit, um einen Patienten zu behandeln mit Herzrhythmusstörungen im Herzkatheterlabor. Und ich habe hier so eine lange Schleuse in der Hand, die hat mehrere Millimeter Durchmesser. Das ist unsere Hülse, mit der wir in den Körper hineingehen, bis zum Herzen vorgehen und das Herz behandeln können, dass Sie einen Eindruck davon haben. Da ist natürlich die Hemmschwelle für jemanden, für unsere Patienten, sich dorthin zu legen, die ist nicht gering, das muss man sagen. Und das ist unsere Aufgabe, durch Aufklärung herbeizuführen, dass man sich dem stellen möchte. Und es geht ja um das Herz, das ist das Ziel der Behandlung, wenn es um Herzrhythmusstörungen geht. Und dieses Bild hier, das ist erzeugt in der Computertomographie unserer Klinik. Und hierbei sehen Sie farblich hervorgehoben die einzelnen Kompartimente des Herzens. Und zwar schauen Sie von vorne auf die Brust, also hier vom Brustbein weggedacht, liegt das Herz so vor Ihnen, ist natürlich normalerweise bluterfüllt. Der Herzmuskel sieht rosa aus. Die Farben sollen es nur anschaulich machen, welche Abschnitte des Herzens wir anschauen. Das ist einmal hier das blau-lilafarbene Anteil. Das ist die rechte Hauptkammer des Herzens. Links davon, also von Ihnen aus dem Bild gesehen, rechts davon ist hier die linke Hauptkammer. Das ist die Hauptschlagader, die Aorta. Das Blaue gehört dem rechten Vorhof. Da kommt das sauerstoffarme Blut an, wird dort eingesammelt und in den Herzkammern verteilt. Und Sie sehen hier dieses Gespinst aus gelben Gefäßen, das sind die Lungengefäße, die das sauerstoffreiche Blut zum Herzen zurückführen. Und damit man sich das besser vorstellen kann, lasse ich das Ganze mal rotieren. Und da haben Sie jetzt einen Eindruck davon, wie das Herz dreidimensional beschaffen ist. Und viele Herzrhythmusstörungen spielen sich in der linken Vorkammer des Herzens ab. Das ist hier diese gelbe Struktur, die bei der Rotation dann nach vorne gedreht ist hier. Die liegt hinten am Herzen, praktisch vor der Wirbelsäule. Diese Vorkammer, die sammelt das sauerstoffreiche Blut ein über diese vielen Gefäße aus der Lunge.
Und einer der Hauptorte für Rhythmusstörungen, wenn es um Vorhofflimmern geht, das ist eine wesentliche Erkrankung des Älterwerdens und beinhaltet insbesondere das Schlaganfallsrisiko, die entstehen hier in der linken Vorkammer. Und das haben Sie eben im Bild gesehen. Das war die Technik, mit der wir dem linken Vorhof dann auf die Pelle rücken, wenn ich das so sagen darf, um ihn dann zu behandeln. Das wird noch detaillierter gleich erklärt werden, warum wir das tun. Und Sie sehen im Vorfeld dieser Behandlung kriegen Sie solche Aufklärungsbögen, da ist dann viel Text, da gibt es dann auch so kleine Bildchen. Dieses Bild zeigt Ihnen jetzt nochmal das Herz in so einer schematischen Zeichnung. Hier sind ist die obere Hohlvene, die untere Hohlvene, die führen das sauerstoffarme Blut zum Herzen. Da ist die rechte Vorkammer, hier ist die Tricuspidalklappe, die holt dann das Blut aus der Vorkammer in die rechte Hauptkammer. Die pumpt das Blut in die Lunge, in der Lunge wird Sauerstoff aufgesättigt und dann geht es über die Lungenvenen zurück in den linken Vorhof. Die ist jetzt hier hellrot gezeichnet, das Blut ist jetzt sauerstoffreich und ist dann heller. Und das sind die Regionen im Vorhof, die wir dann mit den Rhythmusstörungen häufig behandeln wollen. Zum Verständnis, wie funktioniert eigentlich das Herz? Und da gibt es, wenn Sie so einen elektrischen Weidezaun haben, also wir haben uns da häufig immer die kleinen Schocks abgeholt, wenn wir da über die Zäune geklettert sind früher, dann hat man doch, mit dem Kontakt zwiebelt das natürlich so ein bisschen, aber es zuckt auch. Also man kann das gar nicht verhindern. Unwillkürlich zuckt der Arm weg, weil mit diesem Strom die Muskulatur anfängt zu zucken. Und nichts anderes ist im Grunde die Aktivierung des Herzens. Das läuft mit biologischen Strömen und der Strom wird erzeugt über Ionen, und zwar über Metallionen, die Potentialdifferenzen am Herzmuskel aufbauen und den dann aktivieren und zur Kontraktion führen lassen. Und da gibt es ein schönes, anschauliches Video einer Firma, das möchte ich mal zeigen. Sie sehen das Herz in seiner Kontraktilität und das Herz zuckt. Es wird jetzt aufgeschnitten und Sie sehen jetzt hier ein EKG. Und das EKG ist im Grunde der biologische Strom. Den leiten wir ab an der Oberfläche des Körpers. Und wir sehen die elektrischen Ströme, die wiederum die Aktivierung des Herzmuskels anzeigen. Und ohne Strom nichts los. Das heißt, ist da eine Nulllinie, schlägt das Herz nicht. Und diese Ströme werden erzeugt in unserem Körper, autonom. Das ist jetzt nur eine Visualisierung der Kontraktion des Herzens. Sie sehen hier die Kammer-Scheidewand, Sie sehen die Seitenwand des Herzens. Und so läuft das ab. Und was wir heute besprechen wollen, das ist, welche Symptome können auftreten bei Rhythmusstörungen? Welche Arten von Herzrhythmusstörungen gibt es? Wie erfolgt die Diagnose? Was sind die Ursachen? Einen kleinen geschichtlichen Überblick über das EKG, wie wir da Medizin historisch uns entwickelt haben, wie so ein EKG funktioniert. Wir machen einen kleinen Ausflug zur Herzschrittmachertechnologie, zu den Defibrillatoren, zu Stimulationssystemen, um Herzmuskelschwäche zu behandeln, zu Medikamenten nur am Rande, zu Blutgerinnselhämmern etwas mehr Detail, um das Vorhofflimmern im Zaum zu halten, dass sie keine Schlaganfälle erleiden. Dann schauen wir uns natürlich an, wie Herzrhythmusstörungen im Herzkatheterlabor behandelt werden. Das habe ich ja schon eingangs ein wenig angeschnitten. Was das bedeutet mit der Ablation als Option, Herzrhythmusstörungen dauerhaft zu beseitigen. Dann gibt es noch ein Thema zur LAA-Okklusion. Das ist eine kleine Kammer im Herzen, die insbesondere das Schlaganfallsrisiko repräsentiert. Die können wir ganz speziell verschließen und damit das Schlaganfallsrisiko nochmal deutlich reduzieren. Und dann ein kleiner Ausflug noch zum Ereignisrekorder. Das ist das, was Frau Professor Schmidt ansprach, mit dem Hinweis, dass man damit Rhythmusstörungen erfassen kann, digitalisiert, dass man das auf dem Handy anschauen kann und dass man so einen kleinen Rekorder unter der Haut trägt, der 5 Jahre Batterielaufzeit hat. Und dann hat man über 5 Jahre eine Vernetzung mit unserer Klinik und wir können nach Rhythmusstörungen fahnden. Die Symptome sind, man hat, wenn Herzrhythmusstörungen auftreten, einige spüren manchmal verdammt wenig, bis gravierende Probleme auftreten, wie Luftnot oder Ohnmacht oder es haut jemanden aus heiterem Himmel einfach um und er stirbt, ohne dass er vorher Symptome hatte. Sehr viele haben aber vorher Herzstolpern, spüren, dass da irgendwas nicht ordentlich läuft, dolles Klopfen zum Hals, das Gefühl, dass das Herz rast und zwar richtig schnell. Das wäre unangenehm. Wenn Sie sowas haben, dann ist es ganz wichtig, weil das würde uns als Ärzte wirklich interessieren, hat das plötzlich begonnen? Also hat man vorher gar nichts gespürt und plötzlich fängt das
so an zu rasen? Oder aber wird das langsam immer schneller? Das ist ein großer Unterschied, weil etwas, was da nicht hingehört, das können Sie sich vorstellen, fängt so an. Das ist wie Lichtschalter an, aus. Das ist selten so, dass es wie mit einem Dimmer anfängt, dass man den so langsam aufdreht, langsam Gas gibt. Weil das ist eher was Physiologisches, also was nicht Krankhaftes, dass das Herz langsam schneller wird, insbesondere bei körperlicher Belastung. Viele können das da nicht richtig schildern. Deswegen ist es wichtig, wenn man sowas hat, dass man sich das vergegenwärtigt. Wie hat denn das eigentlich angefangen? War das plötzlich da? Geht es plötzlich weg? Fühle ich mich plötzlich wieder super gut? Oder dauert das eine halbe Stunde, bis ich mich wieder einkriege und mich dann wieder wohlfühle? Das sind schon wichtige Fragestellungen. Die zielen nämlich darauf ab, dass wir als Mediziner eine Idee entwickeln, was könnte es denn sein? Und da gibt es eben unterschiedliche Mechanismen von Rhythmusstörungen, die sich nämlich eben unterschiedlich präsentieren. Und wir gehen jetzt mal weiter. Da ist ja natürlich sofort die Frage, was ist denn eigentlich normal? Und das ist der Sinusrhythmus. Und beim Sinusrhythmus, da haben wir folgende Situation. Der Sinusknoten liegt in der rechten Vorkammer und ist eine Struktur, bei der ständig immerfort Ionenkanäle Ionen austauschen. Und das ist reine Biologie. Das bedeutet, es entsteht ständig ein Strom von Ionen, die über Membranen hin und her wandern. Und das führt dazu, dass in einem autonomen Zyklus von circa einmal pro Sekunde ein Schwellenstrom überschritten wird. Das muss man sich so vorstellen. Die Ionen tauschen sich aus, das Potenzial steigt an. Plötzlich wird eine Schwelle erreicht und die Schwelle führt dann zur Öffnung weiterer Kanäle und es gibt einen massiven Anstrom von Potenzial. Und das führt dann zur Kontraktion. Die Kontraktion des Herzmuskels auf Vorhofebene wird dann eingeleitet. Die Vorkammern entleeren ihr Blut über die Herzklappen in die Hauptkammern. Das ist wie Diele Wohnzimmer. Das Blut wird jetzt transportiert in die Hauptkammern und dort sammelt sich das Blut. Die elektrische Ausbreitung wird dann über ein Reizleitungssystem wie ein Stromkabel über die Kammerscheidewand auf die Hauptkammer des Herzens verteilt. Und hier erfolgt dieser selbe Mechanismus wieder. Die Hauptkammer kontrahiert wieder und bringt das Blut dann in Lunge und großen Kreislauf. Im EKG, und das ist das, was Sie ja immer sehen, wenn der Arzt das dann vor sich sieht, das haben Sie vielleicht schon mal verfolgt, dass da so Zacken sind, beurteilt jetzt der Arzt diese elektrische Stromkurve. Und da gibt es ein Nullpotenzial. Das Nullpotenzial ist hier. Das bedeutet, da fließt jetzt kein Strom. Hier passiert jetzt Folgendes. Die Herzmuskelzellen des Vorhofes werden depolarisiert. Es entsteht so ein Strom. Und diese kleine Welle repräsentiert jetzt die Vorkammern. Die Vorkammern sind dünnwandig. Der aufmerksame Beobachter hat das gesehen. Die sind ja kleiner, dünner als die Hauptkammern. Wenig Herz, wenig Strom. Das heißt, wir sehen hier eine kleine Welle. Dann kommt diese elektrische Bremse an diesem Kabel. Die wird gebraucht, damit das Blut auch vollständig aus der Diele ins Wohnzimmer geht. Das Blut geht in die Hauptkammern. Da muss jetzt ein wenig Zeit vergehen, damit die Hauptkammer Zeit hat, das Blut zu nehmen, bevor die sich dann kontrahiert. Und das ist dann hier der Moment, nach dieser elektrischen Pause geht jetzt die Hauptkammer in Aktion und sage ich jetzt mal simpel, viel Herz, viel Strom, gibt halt eine große Zacke. Das hier sind Nachschwankungen der elektrischen Ausbreitung, das müssen wir jetzt nicht weiter besprechen. Das, was vor allen Dingen hängen bleiben soll, ist Aktivierung Vorkammer, kleine Welle, Aktivierung Hauptkammer. Und das läuft synchron, das ist 1:1. Diele, Hauptkammer, Diele, Hauptkammer. Das ist dieses System. Und so sieht das dann aus. Sehen Sie hier den Brustkorb, da werden dann Klebchen drauf gemacht. Ich glaube, selbst Schüler haben ab und zu mal so eine EKG-Untersuchung, Reihenuntersuchungen, dass man mal schaut, so ein Screening, ob alles in Ordnung ist. Und dann wird so ein EKG geschrieben. Und dann sehen wir hier die kleine Welle für die Vorkammer. Sie sehen die großen Zacken für die Hauptkammern. Das ist ein normales EKG, ein 12-Kanal-EKG. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die auffällig sein können, die jetzt ungewöhnlich sind. Und erstmal muss man sich klar machen, wie häufig schlägt denn so ein Herz? Dieser Automatismus, den ich jetzt beschrieben habe, dass das biologisch so ein Uhrwerk ist, das fordert das Herz 100.000 Mal ein, pro Tag- und Nachtrhythmus. So häufig schlägt unser Herz, circa 100.000 Mal. Und das wäre ja ein Wunder, wenn das immer so regelmäßig läuft, dass niemals ein kleiner elektrischer
Ausreißer stattfinden könnte. Und das sehen Sie hier jetzt zum Beispiel. Wir sehen hier verschiedene Formen von Rhythmusstörungen, die der Arzt dann so benennt. Dann sagt er, das Herz schlägt zu langsam. Wie nennen wir das dann auf Latein? Das ist dann eine Bradykardie. Das Herz ist zu langsam. Die dicken Punkte markieren eine Sekunde. Das heißt, das Herz schlägt weniger als einmal pro Sekunde hier in dem Zeitraum. Deswegen ist es zu langsam. Eine Tachykardie, definitionsgemäß mehr als 100 Schläge pro Minute. Es ist zu schnell. Oder eine Arrhythmie. Das bedeutet, das, was ich sagte, dass das Herz so ein bisschen unregelmäßig schlägt, das ist im Teilen sogar physiologisch, also nicht krankhaft, beim jungen Erwachsenen oder bei vielen von Ihnen dort hinten, die in der Schule sind, dass Sie beim tiefen Ein- und Ausatmen spüren Sie, dass der Puls so ein bisschen auf und ab geht. Das ist ganz normal. Das ist bedingt der unterschiedlichen Füllung des Herzens. Das führt zu elektrischen Rückkopplungen. Und wir haben dann in der Situation so ein wenig unrhythmischen Puls. Sie sehen hier kürzer, kürzer, lang, kurz, etwas länger, länger, kurz. Aber es ist alles 1:1 gekoppelt. Kleine Welle, große Welle, kleine Welle, große Welle. Das ist noch ein 1:1 Rhythmus, aber etwas unrhythmisch. Hier ist jetzt etwas, was schon eher auffällig ist, vielleicht sogar eine Krankheit bedeutet. Da fällt plötzlich die Erregung im Sinusknoten aus, also dieser Automatismus hier oben in der Vorkammer, der wird plötzlich unterbrochen. Wir haben normale Schläge. Sie sehen dieses 1:1 Muster, kleine Welle, große Welle, immer wieder. Und hier fehlt plötzlich was. Und da ist plötzlich einmal so ein Ausfall da gewesen. Das bedeutet, der biologische Strom konnte nicht gebildet werden, der Schwellenstrom wurde nicht überschritten. Und jetzt geht es etwas ins Detail. Wenn wir jetzt Extraschläge haben, hier ein Beispiel. Das, was ich sagte mit dem 1:1, ist hier oben ist der Sinusknoten. Sie sehen hier dort diesen Blitz und dann breitet sich der Strom hier über die Kammer aus. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Extraschlag sehen, der von dort unten kommt, das heißt aus dem Herzmuskelgewebe, gar nicht unbedingt aus dem Automatiezentrum Sinusknoten, sondern aus einer anderen Region, dann ist das nicht ungewöhnlich. Das darf hier und da passieren. Aber wir wissen, je häufiger solche Extraschläge auftreten, desto höher wird das Risiko für chaotische Rhythmusstörungen. Zum Schluss sogar vielleicht Vorhofflimmern. Und Sie sehen, dass dieser Extraschlag jetzt hier eintritt. Und da gibt es ein kleines Beispiel dafür. Und das zeigt, dass diese Welle jetzt hier irgendwie kleiner ist, dass die Zeit von der Vorkammer bis zur Hauptkammer wird kürzer. Und das nennt man eine supraventrikuläre Extrasystole. Ventrikel bedeutet Hauptkammer. Die Hauptkammern sind hier. Und supraventrikulär bedeutet oberhalb der Klappenebene. Sie sehen, das Herz hat ja so eine Ausrichtung oben unten. Die Vorkammern scheinen oben zu stehen. Die Ventrikel sind unten. Und das heißt, supraventrikulär ist die Definition, oberhalb dieser Hauptkammerebene hier in den Vorkammern ein Extraschlag. Supraventrikuläre Extrasystole. Systole bedeutet Kontraktion. So leitet sich dann dieses Fremdwort ab. Und das ist das, was wir beobachten können. Wenn das in der Hauptkammer stattfindet, nennt sich das ventrikuläre Extrasystole. Die kommt aus der Hauptkammer. Und Sie sehen dann jetzt hier so einen Blitz. Und da bedeutet das sieht dann so aus, dass der Strom praktisch nicht über das Reizleitungssystem aus der Kammerscheidewand auf die Hauptkammer übertragen wird, sondern irgendwo im Herzmuskel gibt es einen Ort, der plötzlich elektrisch aktiv wird. Und da läuft der Strom über den Herzmuskel, findet wieder Anschluss an das Reizleitungssystem und dann wirkt dieser Komplex, der sonst so schmal war, der wirkt jetzt so verbreitert und deformiert. Und das ist dann die Aktivierung der Hauptkammer aus einem solchen Extraschlag heraus. Das hat auch hemodynamisch Auswirkungen, weil Sie haben doch gesehen, dass das Herz mit der Kammerscheidewand und der Seitenwand normalerweise wie eine Presse und eine gut funktionierende Pumpe sich so zusammenzieht. Das bedeutet, das Blut wird richtig ausgewrungen und in die Hauptschlagader ausgeworfen, auf diese Art und Weise. Wenn ein Extraschlag in der Hauptkammer entspringt, dann kann es ja sein, dass der hier an der Seitenwand entspringt, dann ist der Ort, wo die Kontraktion startet, diese Wand hier. Und dann breitet sich das so schaukelnd über das Herz aus. Das bedeutet, eine Extrasystole hat mitunter den Einfluss, dass der Blutdruck fällt, dass man sich irgendwie unwohl fühlt, dass das Blut auch gegen die Klappe gepumpt wird, anstatt in die Hauptschlagader auf geradlinigem Wege hinaus. Das bedeutet, wenn man viele davon hat, kann das durchaus Beschwerden machen. Und wir haben dann Möglichkeiten, solche Extraschläge zu behandeln.
Wenn das Herz rast, gibt es verschiedene Ursachen dafür. Und das eine ist zum Beispiel, dass wir innerhalb der Vorkammern einen solchen Flatterkreis sehen können. Das bedeutet, normalerweise geht doch der Strom hier über diese Kammerscheidewand hier herunter. Es kann aber auch sein, dass sich der Strom entlang anatomischer Strukturen in der Vorkammer ausbreitet und eine Kreisbahn beschreibt, wirklich wie ein Karussell. Und das ist dann das typische Vorhofflattern. Dafür haben wir auch gute Möglichkeiten der Behandlung, das sehen Sie nachher noch im Detail. Oder aber wir haben Situationen, wo auch junge Menschen betroffen sein können. Das sind dann Syndrome, die sind angeboren. Normalerweise ist es so, dass der Strom nur an der Kammerscheidewand übergeleitet wird, von der Vorkammer auf die Hauptkammer. Hier sehen Sie jetzt einen Weg, der entlang der Seitenwand gehen soll. Das ist normalerweise gar nicht möglich, weil im Embryo das Herz angelegt wird als Schlauch. Und da ist es tatsächlich so, ich vergleiche das immer mit dem, ja, mit so einem Luftballon-Zauberer da auf der Kirmes, ich weiß nicht, wie ich den jetzt nennen soll, der nimmt auch solche Schläuche und schnürt die dann ab und macht irgendwelche Figürchen, die er den Kindern dann gibt. Und so muss man sich das Herz auch vorstellen. Das Herz liegt als Schlauch bereit, es schnürt sich ab. Und diese Abschnürungen werden aneinander gelegt. Und alle Abschnürungen bilden dann die Ventilebene für die Herzklappen. Und nur der eine Durchlass, dieser eine Durchlass ist dafür vorgesehen, den Strom durchzulassen. Aber bei den Abschnürungen des Herzens aus diesem Schlauch heraus kann es sein, dass Muskelbrücken erhalten bleiben. Und die liegen dann in der Regel links außen, manchmal auch rechts, manchmal auch in der Kammerscheidewand selbst nochmal zusätzlich. Aber zu zwei Dritteln liegen die hier außen. Und wenn dann eine Muskelbrücke hier am Herzklappenapparat vorbei den Strom leiten kann, dann kann ein Strom hier auch kreisförmig eine Rhythmusstörung hervorrufen. Das nennt man dann häufig WPW-Syndrom. Andere Rhythmusstörungen betreffen auch die Kammerscheidewand selbst. Die Kammerscheidewand selbst hat eine elektrische Verbindung und das kann man sich so vorstellen, dass dort die Ströme geleitet werden über Kupferkabel und Glasfaserkabel. Das bedeutet einmal langsamer und einmal sehr viel schneller. Und da ist es so, dass durch die unterschiedlichen Schnelligkeiten dieser Wege es dazu kommen kann, dass es in einem Weg der Strom geblockt wird und dadurch besteht die Möglichkeit, dass es innerhalb der Strukturen zur kreisenden Erregungen kommen kann. Das EKG, der erste, der das so mit erfunden hatte, das war der Eindhoven, da gibt es die Extremitätenableitung nach Eindhoven und das ist tatsächlich ein Originalfoto, wie das stattgefunden hatte. Der hat in Salzwasserlösungen hier sein Bein, den Arm gehalten und hat dann geguckt, ob er da irgendwas messen konnte. Und da hat er elektrischen Ströme von diesem Bottich und von dem Bottich dann registriert und konnte tatsächlich diese elektrische Stromkurve aufzeichnen. Das ist deswegen haben wir auch heute noch bei den EKG-Klebchen nicht nur die Klebchen auf der Brust, sondern auch an Armen und Beinen die Klebchen, mit denen man die Lage des Herzens als elektrische Achse im Raum bestimmen kann. Und das ist die eindhovensche Ableitung. Dafür gab es einen Nobelpreis. Und heute gehen wir dem Herzen sehr viel näher auf die Pelle, wenn ich das sagen darf. Wir haben hier nochmal diese anatomischen Strukturen und Sie sehen hier Katheter, die wir ins Herz hineinbringen. Einen Katheter hier in die Vorkammer, in die Nähe des Sinusknotens, den anderen Katheter im Bereich der Kammerscheidewand an die Struktur, die den Strom überleitet, was ich sagte, wo diese elektrische Bremse stattfindet. Einen weiteren Katheter in die rechte Hauptkammer und einen noch hier im Bereich der Koronarvene, das ist eine Vene, die ums Herz herumgreift, die uns auch noch Informationen liefert über den Strom auf der linken Seite des Herzens. Die linke Seite des Herzens ist nämlich sonst für die Katheter schwer zugänglich. Wir legen ja Katheter hier in die Hohlvene. Dazu müssen wir lediglich das Gefäß punktieren, das niedrigen Druck hat. Über eine Nadel wird das punktiert, das Gefäß in der Leiste. Und um auf die linke Seite zu kommen, müssen wir entweder ein Loch ins Herz stechen. Das tun wir bei Behandlung von Rhythmusstörungen regelhaft. In der Kammerscheidewand machen wir ein Loch und führen den Katheter auf die linke Seite. Das sehen Sie nachher. Oder aber wir müssten von der Hauptschlagader rückwärts über die Hauptschlagader hier in die linke Hauptkammer. Das ist für die Diagnostik, also allein für das Herausfinden, was ist los mit dem Herzen, in der Regel nicht erforderlich. Also um eine Basisuntersuchung, die schon in die Tiefe geht, die das Verständnis zeigt, wo kommt das her, das Problem, reicht es in der Regel nur die Venen zu punktieren. Das macht das Risiko für den Patienten geringer und damit ist auch die Zustimmung natürlich schneller eingeholt. Im elektrophysiologischen Labor haben wir dann Techniken, die uns erlauben, alle diese elektrischen Signale, die wir messen, festzuhalten und zu vergleichen.
Und dann schauen wir, wo ist der Strom zuerst, welche Wege läuft er ab. Wir haben Röntgentechnik und wir haben solche dreidimensionalen Navigationssysteme. Das bedeutet, wir können jeden elektrischen Punkt, den wir mit dem Katheter vermessen, im dreidimensionalen Raum erfassen und zuordnen. Und das Ganze ist jetzt perfektioniert. Wir haben verschiedene Systeme, um das zu ermöglichen. Und wir haben jetzt ein System, das ist derzeit in Deutschland nur 5-mal steht. Da sind wir also ausgewählt worden, das pilotweise mit zu testen. Und das ist ein kleines Wunderwerk, wenn ich es sagen darf. Wir bringen eine Kugel in das Herz. Diese Kugel enthält Ultraschallsensoren und misst elektrisch die Aktivierung des Herzens. Und die sieht aus wie so eine Disco-Kugel, wenn man das sich so vorstellen möchte. Und diese Disco-Kugel wird dann im Herzen, lässt man die rotieren. Und wir können dann mit dem Ultraschall das Herz darstellen, die ganzen Wände. Und was wir noch können, ist, dass wir ca. 200.000 elektrische Signale pro Sekunde, 200.000 elektrische Signale pro Sekunde einsammeln und damit dreidimensional darstellen können. Und das ist jetzt hier zum Beispiel mal erfolgt in diesem Fall. Das ist die rechte Hauptkammer, die hat eine anatomisch sehr ungewöhnliche Struktur. Die sieht so bananenförmig aus, so wie man sich ein Herz als Laie eigentlich gar nicht vorstellt. Und diese bananenförmige Struktur wird mit den Ultraschallsensoren abgetastet. Und wir können jetzt jeden einzelnen Herzschlag feststellen. Ob der nun von dort kommt oder von hier kommt. Wir sehen das sofort in einem dreidimensionalen virtuellen Raum, wo praktisch wir sehen, wie so ein Vulkan, dann hier wie eine Explosion, der Strom von dort kommt, dann kommt er wieder von hier. Und so können wir jeden einzelnen Schlag zuordnen. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel Extraschläge hat, diese ventrikulären Extraschläge, die den Blutdruck in die Knie zwingen, wo man sich dann unwohl fühlt, können wir die zuordnen. Und das ist hier passiert. Das ist zum Beispiel so ein Extraschlag aus dem Ausflusstrakt des rechten Ventrikels. Da geht es in Richtung Lunge. Und der Patient hier hatte 10.000, 20.000 Extraschläge in 24 Stunden. Das heißt, 10% aller Herzschläge waren so, dass er immer sagt, oh, ist mir komisch, ich fühle mich da nicht richtig wohl. Die konnten wir dieser Region zuordnen. Und dann kann man die veröden. Und das bedeutet, man geht an die Stelle, wo man den Strom sieht, der da nicht hingehört, und zerstört die Herzmuskelzellen an diesem Ort mit Hitze. Und das ist das Prinzip der Behandlung. Das soll Ihnen zeigen, was wir mit den Elektrokathetern im Herzen machen können. Ich hatte doch eben mal gesagt, wir haben diese elektrische Bremse im Herzen, die dafür sorgt, dass das Zeit vergehen darf zwischen der Füllung Vorkammer, Hauptkammer, um das Herz synchron schlagen zu lassen. Und hierbei sehen Sie zum Beispiel so eine Vorhofstimulation. Das heißt, wir stimulieren wie mit einem Schrittmacher das Herz von der Vorhofseite. Hier wird stimuliert und die elektrische Bremse führt dazu, dass die elektrische Erregung der Hauptkammer erst geraume Zeit später ankommt. Und jetzt simulieren wir einen Extraschlag. Das ist das, was ich Ihnen sagte. Dieser Extraschlag, der manchmal Rhythmusstörungen auslöst. Und bei diesem Extraschlag koppelt dieser Elektrostimulus etwas früher an als zuvor. Sie sehen, diese Spannweite ist weiter als diese hier. Die Folge ist, dass mit diesem Stimulus hier die Bremse noch etwas aktiver wird. Sie sehen, die Zeit, die von da nach da erfolgt, die ist kürzer als die. Das liegt daran, dass mit dem vorzeitigen Stimulus hier die elektrischen Leitungseigenschaften herausgefordert werden. Das bedeutet, wenn man immer schneller nochmal loslaufen soll, stellen Sie sich vor, ein Sprinter, also wie hieß der Jamaikaner 100-Meter-Sprinter? Wie heißt dann der? Usain Bolt. Der muss 100 Meter rennen. Kurze Pause, 100 Meter rennen, 100 Meter rennen, 100 Meter rennen. Der wird ja irgendwann immer schwächer werden. Der wird schlapp machen. Und das bedeutet, wenn Sie ihn immer wieder herausfordern und sagen, jetzt nochmal und jetzt nochmal, wird der langsamer werden. Das ist das, was in diesem Kabel passiert. Das ist jetzt das Glasfaserkabel und das fängt an zu schwächeln. Und jetzt mit dem nächsten Stimulus sehen wir Folgendes. Wir haben jetzt nochmal kürzer angekoppelt. Das bedeutet, unser nächster Extraschlag koppelt noch früher an und jetzt ist die Bremse noch ausgeprägter. Und was ist passiert? Der Usain Bolt ist gar nicht mehr losgelaufen. Der Marathonläufer nebenher, das Kupferkabel, das hat jetzt überholt. Er hat gesagt, auch den Sprinter lässt er liegen, aber das Herz hat eine sehr ausdauernde Leitung und das ist, wie gesagt, dieses Kupfer. Und das leitet jetzt verzögert über und Faszinierende an der Art und Weise, wie diese Rhythmusstörung dann entsteht, zum Tragen. Die Zeit, die jetzt der Marathonläufer braucht, hier überzuleiten, nutzt währenddessen der Usain Bolt, steht wieder auf hier hinten irgendwo und sagt, hallo, ich bin wieder da.
Und in dem Moment springt der Strom auf die Gegenfahrbahn, wie ein Geisterfahrer. Und damit fließt der Strom plötzlich schnell zurück. Und jetzt geht es rückwärts auf die Vorkammer. Und das bedeutet, dass es hier jetzt wieder auf die Vorkammer geht, da ist die Hauptkammer. Und dann fängt die Tachykardie an, dieser Kreis hat sich geschlossen. Und das sind die Rhythmusstörungen, die ganz plötzlich beginnen. Das vornehmlich fängt das an im zweiten, dritten, vierten Lebensjahrzehnt, passiert sowas, dass die Menschen sagen, Mensch, also irgendwas stimmt nicht, plötzlich fängt das an zu rasen. Und dann finden wir sowas und das kriegen wir, also ohne überheblich zu sein, fast immer weg. Behandlungsaussichten, sag ich mal 99%, ich kann mich jetzt Jahre nicht erinnern, dass wenn wir sowas gesehen haben, dass wir es nicht weggekriegt haben. Wir haben aber ein ganz, ganz geringes Risiko, auch Schaden zuzufügen und den Patienten, den wir behandeln, von einem Herzschrittmacher abhängig zu machen für die Zukunft. Das Risiko ist aber lediglich 1%, nicht höher. Und wenn man das dann sehr häufig hat, dass man solche Rhythmusstörungen immer wieder hat, dann stellt man sich lieber dem Problem, kommt zu uns, lässt das behandeln und ist es in der Regel für immer los, für den Rest seines Lebens. Was wir noch behandeln können, das ist jetzt auch wieder so eine dreidimensionale Navigation. Ohne Einsatz von irgendwelchen Röntgenstrahlen sehen Sie hier jetzt so eine Animation des Herzens. Wir haben hier über diese Navigation die Möglichkeit, unsere Ablationspunkte zu markieren. Wir haben hier eine Linie gezogen. Und diese Linie blockt von der Herzklappe zur unteren Hohlvene einen Weg, den das Vorhofflattern beschreibt. Ich hatte doch eben mal gezeigt, dass es in dem Vorhof so kreisen kann. Und dieses Karussell unterbrechen wir, indem wir eine Narbe ziehen in einer anatomisch günstigen Region der Vorkammer. Das muss man sich so vorstellen, dass man eine schwere Metalltür, stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Kirmes und das Karussell läuft und die Tachykardie läuft und das ist das Karussell und einer kommt von der Seite und schiebt eine Metallwand rein. Das geht nicht gut aus für den, der da drin kreist, oder? Da bricht die Rhythmusstörung plötzlich zusammen, das Flattern ist weg und das Flattern hat gar keine Chance mehr. Da ist eine Narbe, da ist vorbei mit Flattern. Und das behandeln wir auch sehr, sehr zuverlässig mit sehr langfristigem Erfolg. Da muss man in der Regel auch nie mehr wiederkommen oder hat nie mehr wieder Flattern. Wenn ich sage nie mehr, Irrtumswahrscheinlichkeit wenige Prozent. Also 100 behandelte Patienten, da kommen keine 3 wieder. Und sind das für immer los. Das würde ich jetzt gerne mal überspringen. Diese Rhythmusstörungen machen dann also in der Regel Herzrasen. Patienten fühlen sich unwohl. Und was noch passiert ist, wenn es sehr hartnäckig ist und sehr lange schnell schlägt, dann ist das ja wie ein ungewollter Dauerlauf. Und das führt natürlich dann auch irgendwann zur Luftnot. Weil das Herz ist die ganze Zeit, schlägt das so schnell und man ist dann erschöpft und kriegt schlecht Luft. Und in der Konsequenz ist es sogar so, dass das Herz darunter leidet und die Herzkraft schwächer wird. Das bedeutet, das Herz schafft das auf Dauer gar nicht. Das ist gar nicht dafür gemacht, jetzt tagelang mit 130, 140, 150 Schlägen pro Minute zu laufen. Das funktioniert nicht. Und dann wird das Herz schwächer und größer. Und das bedeutet, es kann eben auch Luftnot machen, diese Art Rhythmusstörung. Schlimmer noch ist es, wenn die Rhythmusstörungen bedrohlich sind und zu Schwindel- oder gar Ohnmachtsanfällen führen können. Und das ist der Fall, wenn ein kompletter Block eintritt. Das bedeutet, Sie sehen hier dieses Kopplungsverhältnis 1:1, Vorkammer, Hauptkammer. Und hier ist jetzt eine Vorkammer, aber da folgt keine Hauptkammer. Das bedeutet, diese elektrische Verbindung in den Knoten in der Kammerscheidewand, die ist nicht stabil, die funktioniert nicht richtig gut. Und die kann halt sehr ausgeprägt sein, sodass es zum Beispiel zu einem kompletten Block kommt. Das bedeutet, hier sehen Sie die Vorkammer, da ist die Hauptkammer, Vorkammer, Hauptkammer. Und das ist völlig dissoziiert. Das bedeutet, die Vorkammer hat ihren eigenen Rhythmus, die schlägt ganz regelmäßig durch. Und die Hauptkammer hat auch ihren eigenen Rhythmus und die schert sich gar nicht mehr darum, was die Vorkammer will. Wenn man Glück hat, ist der Hauptkammerrhythmus schnell genug, dass man nicht umfällt. Wenn man Pech hat, fallen die Hauptkammern auch komplett aus und man hat viele Sekunden Pause, wird ohnmächtig, verletzt sich, hat Stürze. Das nennt man dann einen atrioventrikulären Block, also einen Vorhofventrikelblock, dass dieser Übergang in der Kammerscheidewand komplett unterbrochen ist. Das behandelt man dann mit einem Herzschrittmacher. Dazu gibt es erste Dokumentationen. 1958 wurde der erste Herzschrittmacher hier implantiert. Und es gab erst Modelle, die waren von außen aufgelegt. Da wurden elektrische Klebchen auf die Brust geklebt und mit elektrischem Strom wurde das Herz durch die Haut stimuliert. Das gibt es auch heute noch als Notfalltherapie für einen Notarzt zum Beispiel. Wenn du das Herz stimulieren musst mit einem Defibrillator, kann er solche Patch-Elektroden aufkleben und das Herz von außen stimulieren. Das ist zuckt, das ist sehr schmerzhaft.
Patienten müssen dann in der Regel narkotisiert werden. Und weiter ist es dann gegangen mit dem ersten implantierbaren Schrittmacher 1958, der aber auf Akkutechnologie basierte und nach wenigen Wochen bereits schon wieder gewechselt werden musste. Das Ganze wurde dann im Laufe der Zeit natürlich perfektioniert. Wir haben heute Schrittmacher, die batteriebetrieben sind, deren Laufzeiten in der Regel je nach System zwischen 8 und 15 Jahren liegt. Und möchte jetzt hier mal ein Beispiel zeigen. Zum Beispiel hat mir hier ein Patient, der hatte schon bekannterweise eine Herzmuskelschwäche, war 32 Jahre alt und hatte zunehmend Luftnot. Und er hatte also eine hohe Atemfrequenz, das als Folge der Luftnot, hatte viel geatmet, hatte Wasser in der Lunge, haben wir mit dem Stethoskop schon wahrnehmen können. Er hatte eine Entsättigung des Blutes, das bedeutet, die Herzmuskelschwäche hat dazu geführt, dass nur sehr wenig Blut durch den Körper geht. Das führt dann dazu, dass alle Zellen nach Möglichkeit allen Sauerstoff aus dem Blut herausziehen. Das führt dann zu einer sichtbaren Blauverfärbung, weil man eine so hohe Ausschöpfung hat vom Sauerstoff aus den roten Blutkörperchen. Es bildet sich Wasser in den Beinen. Das liegt daran, dass das Herz das nicht richtig ansaugen kann. Also es ist ja über die Venen kommt das Herz, das Blut zum Herzen. Wenn das Herz schwach ist, staut es sich. Und wenn es sich staut, dann läuft der Wasseranteil aus dem Blut ins Gewebe. Das führt zu Wasser in den Beinen. Und jetzt sehen Sie zum Beispiel nochmal dieses Beispiel von eben, vielleicht nach dem Gesagten etwas besser zu verstehen, läuft nochmal dieses Video. Ich will Sie auch nicht langweilen, aber ich will es nochmal zeigen, weil das Bild, was ich Ihnen gezeigt hatte zu Anfang, vielleicht noch mit dem wenigeren Wissen, haben Sie so aufgenommen als dieses elektrische Kopplungsphänomen. Aber worauf ich hier hinaus will, ist, dass wir auch noch weitere Probleme mit dem Herzrhythmus haben. Und zwar ist es hier so, dass hier vor allem auch gezeigt werden soll, dass dieses Herz nicht synchron schlägt. In der Zeitlupe sehen Sie, dass es so schaukelt, es schlackert so. Die Kammerscheidewand und die Seitenwand schlagen nicht synchron zueinander, sondern diese Wand hier kommt zeitlich verzögert. Und das ist Folge eines Linksschenkelblockes. Der Linksschenkelblock ist die weitere elektrische Ausbreitung hier am linken Herzen und die erfolgt verzögert. Normalerweise, wenn wir im EKG schauen, wie die elektromechanische Kopplung der Herzmuskelzellen abläuft, ist es in einer Zehntelsekunde passiert. Das bedeutet, eine Zehntelsekunde führt dann dazu, dass sich der Strom in der Hauptkammer komplett ausbreitet und das Herz so schlägt. Beim Linksschenkelblock ist es so, dass über die Kammerscheidewand der Strom verzögert weitergeleitet wird und dass dieses elektrische Fasernetz am Herzen kaputt geht und den Strom verzögert an den Herzmuskel weitergibt. Das bedeutet, erst kommt die Kammerscheidewand und dann kommt die Seitenwand. Und dieses schaukelnde Herz führt dazu, dass die Ventilebene des Herzens verrissen wird. Die wird auch asymmetrisch verzogen und die öffnet die Herzklappe und führt dann dazu, dass Blut in die Vorkammer zurückfließt. Und dafür gibt es jetzt hier mal ein gutes Beispiel. Da sehen Sie das, wie das aussieht. Und zwar ist hier Folgendes der Fall. Sie haben hier die Kammerscheidewand und hier die Seitenwand des Herzens. Und durch das schaukelnde Herz wird die Klappe, die normalerweise als Bischofsklappe, wie so ein Bischofshut, so immer schön schließt, wenn die Hauptkammer sich kontrahiert, wird die Klappe geschlossen als Ventil. Und wenn die aber schaukelt, dann funktioniert das Ventil nicht gut und das Ventil hat eine Lücke. Und über die Lücke entsteht ein turbulenter Rückfluss von Blut in die Vorkammer. Und das sehen Sie hier in der Farbe, wie das aussieht. Da fließt also Blut zurück. Und dieses Blut fließt in die Vorkammer zurück, die das Blut ja aus der Lunge sammelt. Und das bedeutet, da fließt immer Blut zurück in die Lunge und das macht Luftnot, schlimmstenfalls macht das Wasser in der Lunge. Sie sehen jetzt hier nochmal ein Bild, das nochmal anschaulich dieses Schaukelherz zeigt. Das ist dasselbe Herz, jetzt ohne diese Farbe. Und Sie sehen jetzt hier dieses Schaukeln. Ich denke, es ist auch für den ungeübten Blick von Nichtmedizinern geeignet, das Problem zu erkennen, dass das doch irgendwie merkwürdig aussieht. Und wir haben halt Möglichkeiten, solch ein Herz zu resynchronisieren mit elektrischer Stimulation. Das bedeutet, wir legen dann eine Elektrode an die Seitenwand des Herzens. Das Bild ist jetzt nicht von sehr guter Qualität, aber es zeigt, wie das Problem behoben werden kann. Und ich glaube, wenn insbesondere die Beleuchtung nicht so hell wäre, Sie sehen jetzt, dass dieses Herz ganz synchron schlägt. Also das zieht sich jetzt hier hinein. Sie sehen hier, wie das Herz richtig ausringt und wieder schön synchron schlägt, visuell auch kleiner erscheint. Und das hat dann eine viel bessere Leistung und damit kann man besser Luft holen und fühlt sich einfach wohler. Was Sie noch sehen, ist, dass mit der Stimulations
Änderung. Also wenn wir das Herz so elektrisch resynchronisieren, dann sehen Sie hier einen guten Blutdruck von etwa 120 mm Hg. Und wenn das Herz schaukelt, also wenn wir die Stimulation wegnehmen, schlagartig, geht der Blutdruck in die Knie. Das heißt, der Blutdruck ist niedrig, weil das Herz an Kraft verliert und es nicht auswerfen kann. Und schalten wir die Stimulation wieder ein, sehen wir einen rapiden Anstieg des Blutdrucks. Das ist ein sehr schönes Beispiel, sieht man nicht immer so gut, aber das ist wirklich eine elektromechanische Erkrankung des Herzens, die wir mit Stimulation beheben können. Und im EKG sehen wir das auch. Den Linksschenkelblock sehen wir daran, dass diese dicke Zacke, von der ich doch ewig immer sprach, hier bezüglich der Herzmuskelaktivierung, die erscheint hier elektrisch verbreitert. Das heißt, da vergeht Zeit über diese Ausbreitung. Und Sie sehen sogar so eine Doppelgipfeligkeit, wie so ein M, sieht das hier konfiguriert aus. Das bedeutet, das ist so verzögert, dass eine Dyssynchronie besteht zwischen der rechten und der linken Hauptkammer, weil sich der Strom so verzögert auf die linke Seite ausbreitet. Und wenn man dann die Stimulation einschaltet, kann man das EKG wieder verschmälern. Das bedeutet, das, was Sie gesehen haben, eine elektromechanische Kopplung, wird schmaler, wird zügiger und das Herz wird wieder kräftiger. Also es ist eine sehr, sehr schöne Behandlungsmöglichkeit für Menschen, die davon betroffen sind. Und es hat so überzeugt, dass in vielen, vielen medizinischen Untersuchungen gezeigt wurde, dass man damit viel besser Luft holen kann, die Patienten sich viel besser fühlen und vor allen Dingen damit viel länger leben können. Also es wirkt wirklich sehr gut für geeignete Patienten. Und ich habe jetzt noch ein paar Bilder aus dem Operationsraum, wie man sowas implantiert. Sie sehen jetzt moderne Schrittmachersysteme und die implantieren wir im Herzkatheterlabor. Und wir schaffen also eine Präparation. In der Regel implantieren wir unter der Faszie oder unter der Muskulatur, damit die Geräte nicht so prominent sind. Wir finden das nicht schön, wenn die so sehr oberflächlich liegen. Insbesondere wenn gewechselt werden muss, können solche Schrittmacheraggregate, die oberflächlich liegen, auch Ärger machen, weil die Patienten keinen Komfort haben und das auch zu Wundheilungsstörungen auf Dauer führen kann. Das heißt, nach Möglichkeit legen wir die Systeme etwas tiefer. Wir stechen dann in die Schlüsselbeinvene, aspirieren Blut hier mit einer Spritze und über diese Kanüle können wir dann Drähte vorschieben zum Herzen. Hier ist jetzt zum Beispiel so ein Bild, wo drei solcher Drähte in der Schlüsselbeinvene liegen, über die dann Schleusen platziert werden, das sind Hülsen, über die wiederum Elektroden vorgeschoben werden können. Dann werden drei Elektroden zum Herzen vorgeschoben und die Elektroden werden dann am Herzen verankert, in der Vorkammer rechts, in der Hauptkammer rechts und in der Hauptkammer links. Das heißt, wir haben dann die Kontrolle über die elektrischen Abläufe und können das EKG wieder so schmal machen, wie Sie es gesehen haben. Und dann wird die Wunde verschlossen. Das ist jetzt noch, bevor irgendwelche Nähte liegen, dass es schön adaptiert ist, dass keine Spannung drauf ist. Und im Röntgenbild sehen Sie dann das Gerät. Dreikammer-Schrittmacher ist das hier in dem Falle. Und dann gibt es eine Elektrode im Röntgenschatten auf die rechte Vorkammer projiziert, auf den rechten Ventrikel und auf die linke Hauptkammer. Also die Systeme sind wirklich gut geeignet für Patienten, die solch eine Erkrankung haben. Schlimmere Ereignisse, die durch Rhythmusstörungen hervorgerufen werden, sind natürlich Ohnmachten, lebensbedrohliche Rhythmusstörungen oder sogar unmittelbar Situationen, die einen klinischen Tod zur Folge haben, wo wir rasch wiederbeleben müssen, um für die Patienten noch eine Chance zu haben. Das Gehirn verzeiht ja Sauerstoffmangel nur für wenige Minuten, sodass dann wirklich Eile geboten ist, damit man überhaupt eine Chance hat, der Alte zu sein nach diesen Maßnahmen. Das ist ja ganz wichtig. Und da gibt es einmal die Kammertachykardien, die sind manchmal noch hemodynamisch stabil. Das bedeutet, Druck geht auf 50 runter, man ist noch gerade so bei Bewusstsein und man hat gewisse Chancen, das zu kontrollieren. Bei Kammerflattern oder Kammerflimmern ist die Kontraktilität des Herzens quasi weg und man nach 7 bis 8 Sekunden verliert man in der Regel das Bewusstsein und muss dann wirklich wiederbelebt werden, damit man eine Chance hat, das zu überleben. Und wir können hier bei Defibrillatoren implantieren. Die Implantation verläuft ganz ähnlich, wie Sie es gesehen haben, für die Herzschrittmacherimplantation. Das heißt, wir implantieren das Gerät in der Regel dann in der linken Brustmuskulatur und können Elektroden zum Herzen vorführen über die Schlüsselbeinvene. Hier ist ein Beispiel dafür, wie man das früher gemacht hatte. Da hat man zum Beispiel jetzt hier eine Phase von unregelmäßigem Rhythmus und testet danach den Defibrillator. Eine ziemlich martialische Art und Weise, die Funktionsweise des Gerätes zu prüfen.
Diese Technik hat man verlassen, weil die Geräte so zuverlässig sind, dass die intraoperative Testung der Systeme eigentlich niemand mehr durchführt. Trotzdem ist es geeignet, nochmal das alles gut zu verstehen. Was hier passiert ist, dass man über das Gerät einen Wechselstrom anlegt. Dieser Wechselstrom hat 50 Hertz. Das bedeutet, 50 Mal pro Sekunde wechselt die elektrische Amplitude. Das Gerät wird also nach Implantation getestet, ob es in der Lage ist, Kammerflimmern zu terminieren, zu beenden. Und über den Wechselstrom wird die Rhythmusstörung ausgelöst. Was will ich damit überhaupt transportieren? Wie gefährlich das ist, mit der Haushaltswechselstromdose zu lange Kontakt herzustellen. Wenn Sie in der Wechselstrom, also mit dem Schraubendreher zu lange dran sind und nicht schnell genug wegziehen, kann es Ihnen passieren, dass nach einer Induktion von 2-3 Sekunden über einen Wechselstrom mit 50 Hertz Kammerflimmern induziert wird. Und das kann dann eben tödlich verlaufen. Weil das Kammerflimmern wird ausgelöst, es wird dann aber von dem Gerät detektiert, wahrgenommen, der sieht, auweia, da ist das Herz viel zu schnell, lädt den Kondensator auf und gibt dann einen Schock ab. Und mit dem Schock wird dann die Rhythmusstörung beendet. Das ist die Funktionsweise eines solchen Defibrillators. Der ist wie die Feuerwehr in der Brust und überprüft ständig den Rhythmus des Herzens und kann dann eingreifen, wenn solche lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen auftreten. Unsere Aufgabe als Mediziner ist es natürlich, nach Möglichkeit Patienten im Risiko herauszufinden. Das bedeutet, unsere Aufgabe muss sein, Ihnen diese Therapie vorzuschlagen, wenn Sie noch nicht wiederbelebt worden sind. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber viele sind nach einer Wiederbelebung halt nicht mehr völlig genesen, müssen viel Glück haben, dass sie ihr altes Leben wieder haben. Wenn das passiert, ist es ein Grund mehr, sich zu schützen, wenn man eine gute Lebensqualität hat und sagt, das darf auf keinen Fall wieder passieren. Aber andere Menschen sind halt davon bedroht. Wir wissen, die haben eine schlechte Pumpleistung, zum Beispiel nach Herzinfarkten, haben besondere Risiken dafür, dass sie solche Rhythmusstörungen entwickeln. Dann wird ihnen vorgeschlagen, einen solchen Defibrillator zu implantieren. Wir sehen hier Beispiele für den ersten externen Defibrillator 1947. Ich war früher in Berliner Zeiten an der Charité, haben wir die Defibrillatoren noch in die Bauchmuskulatur implantiert. Das heißt, wir haben hier die vordere Bauchmuskulatur gespalten. Die Geräte waren sehr groß, in die Bauchmuskulatur eingelegt und dann über große Katheter und Führungshilsen an der Brustwand entlang Elektroden hochgelegt, um sie dann auf Umweg praktisch vom Bauch aus über die Venen hier oben am Hals wieder zurückzubringen und ins Herz zu implantieren. Also es waren noch besondere Zeiten. Das ist jetzt alles viel besser geworden, weil jetzt können wir die Geräte in die Brustmuskulatur bringen. Andere Rhythmusstörungen, die jetzt vor allen Dingen viele ältere Menschen betreffen, also ab dem 7., 8. Lebensjahrzehnt, ist die Rhythmusstörung wirklich weit verbreitet, ist es zu 10% das Vorhofflimmern oder Flattern. Diese Rhythmusstörungen führen zu chaotischen Rhythmen auf der Vorkammerebene. Nachdem Sie jetzt diesen EKG-Kurs mitgenommen haben, wird Ihnen auffallen, hier stimmt doch was nicht mit den Vorkammern. Sie sehen hier so ein feingliedriges Zappeln oder Zittern um diese isoelektrische Linie, also um die Nulllinie herum. Da scheint das so zu flimmern oder zu flattern. Und das ist im Grunde das, was Sie sehen sollen. Da ist gar keine geordnete elektrische Erregung der Vorkammern mehr, sondern das scheint so ein richtiges Chaos zu sein. Wenn es etwas geordneter aussieht, haben wir dieses Vorhofflattern. Da hatten Sie das Bild gesehen, wo diese Linie gezogen war, um das zu unterbrechen, wo ich das Beispiel mit dem Karussell genannt hatte. Und das Vorhofflimmern, das setzt Sie vor allen Dingen dann ins Risiko, wenn es sehr schnell übergeleitet wird. Also viele ältere Menschen beklagen dann so eine Leistungsschwäche, das Gefühl von Stolpern des Herzens, weil es unregelmäßig schlägt und manchmal auch zu schnell. Das führt zu Luftnot, Erschöpfung. Und das Tückische daran ist, dass über das Vorhofflimmern das Blut schlecht fließt. Und was geschieht mit Blut, wenn es schlecht fließt? Es hat ja eine Tendenz zu gerinnen. Das kennen wir zum Beispiel von Krampfadern, wo sich Thrombosen bilden können. Und so ist es im Herzen leider auch. In der Vorkammer, der Diele des Herzens, hier, wird ja das Blut gesammelt und fließt dann über die Klappen in die Hauptkammer, wo es dann beschleunigt ausgeworfen wird in die Lunge oder in den Körperkreislauf. Und hier in der Vorkammer findet sich eine weitere Vorkammer der Vorkammer. Das ist wie eine Besenkammer an der Diele dran. Und das hier ist diese Struktur und die nennt sich Vorhofohr. Das hängt so richtig dran an dieser kleinen Kammer. Eigentlich eine unangenehme Struktur. Man würde sich wünschen, dass sie gar nicht existieren würde. Weil durch diese Besenkammer, die gar keinen Anschluss hat, hier geht es ja nirgendwo weiter. Sie können sich vorstellen, hier in der Vorkammer
kann das Blut, was hier zirkuliert, über diese Herzklappe ja in die Hauptkammer gelangen. Das heißt, hier gibt es ja noch gewisse Blutströme. Aber in der Besenkammer hier, wo gar nichts abfließen kann, da gibt es dann so Verwirbelungen, in denen das nicht gut fließt. Gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn Sie an einem Fluss, hier ist eine Weißen Elster, verspazieren gehen und da ist irgendwo in dem Flusslauf so eine kleine Nische. Da fließt das gar nicht. Das ist wie so ein Tümpel, da können Sie drin rumlaufen. Das Wasser ist kaum in Bewegung. Und genauso ist es hier auch. Ich zeige das jetzt bewegt und dem aufmerksamen Beobachter wird sehen, worum es geht. Vorhofflimmern, irregulärer, schneller Puls, das Herz, da fühlt man sich nicht wohl. Wobei ich leider sagen muss, nicht jeder empfindet das so. Einige merken nur Luftnot und spüren diesen unregelmäßigen Puls gar nicht. Aber es ist eben vor allen Dingen auch das Risiko, dass sich hier in dieser Besenkammer, dem Vorhofohr, Gerinnsel bilden können. Und da sehen Sie dieses Gerinnsel. Normalerweise ist das hier wie so eine kleine Sichel, alles dunkel. Dunkel bedeutet flüssiges Blut und hier ist aber diese weiße Struktur und die entspricht einem Gerinnsel. Und da gibt es natürlich das Risiko, dass das verschleppt wird in die Gefäße des Kopfes, des Gehirnes und Schlaganfälle hervorrufen kann. Auch da kommt wieder reine Physik zum Tragen, weil wenn so ein Gerinnsel auf Wanderschaft geht, wird es ja vom Herzen in die Hauptschlagader ausgeworfen, die dummerweise hier oben in einem solchen Aortenbogen verläuft. Und von dem Aortenbogen gehen die Gefäße zum Gehirn so ab, nach oben weg. Und das ist wie mit dem Auto, weil wenn Sie um die Kurve fahren, wenn das Gerinnsel jetzt auf Wanderschaft geht, in die Hauptschlagader ausgeworfen wird, wo wird in so einem Blutstrom dieses Gerinnsel hinbeschleunigt? An die Außenwand der Hauptschlagader. Und deswegen gehen 80% aller Gerinnsel dann gerne in die Gefäße des Kopfes und ins Gehirn. Und also Vorhofflimmern, hatte ich ja gesagt, ist vor allen Dingen eine Erkrankung des Älterwerdens. Also im 7., 8. Lebensjahrzehnt sind bis zu 10% betroffen. Aber Hauptursachen sind vor allen Dingen ein hoher Blutdruck. Erklärt wird es darüber, dass ein hoher Blutdruck auf die Ventilebene wirkt. Das Herz sich also ständig anstrengen muss. Damit erzeugt es immer fortwährend eine Druckbelastung der linken Vorkammer, die aufgrund der Druckbelastung dann zu Rhythmusstörungen neigt. Was auch ungesund ist, ist zu viel Sport. Wir wissen, dass viele Athleten unter erhöhter Häufigkeit von Vorhofflimmern leiden. Das liegt auch daran, dass das Sportlerherz mit hohem Schlagvolumen und hohem Scherstress dazu führt, dass Druckbelastungen der Vorkammer auch entstehen können. So können zum Beispiel Marathonläufer und Triathleten haben in 10-15% der Fälle auch schon Vorhofflimmern, obwohl sie jung sind und topfit sind. Also Sport ist Mord, wenn es übertrieben wird, muss man sagen. Das überspringe ich mal. Und was können wir tun, um Vorhofflimmern zu beenden? Das ist hier ein Beispiel, es ist wieder was mit Strom zu tun. Sie kennen das, denke ich, diese Defibrillatoren, die auch am Bahnhof, am Flughafen überall rumstehen für die Notfallbehandlung, sind auch geeignet, Vorhofflimmern zu beenden. Sie werden dann synchronisiert eingesetzt. Das bedeutet, der Strom, der von dem Defibrillator abgegeben wird, der wird in einer elektrisch ungefährlichen Phase für die Hauptkammeraktion abgegeben. Und dann wird das Herz wieder synchronisiert und wir sehen danach die normale 1:1 Fortleitung, also Vorkammer-Hauptkammer-Aktion, die Wiederherstellung von Sinusrhythmus durch eine Elektroschocktherapie. Das ist aber wie ein Schmerzmittel auf einem kranken Zahn. Das hat dann natürlich die Ursache des Vorhofflimmerns nicht behoben. Das bedeutet, das schafft vielleicht Luft für gewisse Zeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder dieses Problem bekommt, die ist hoch. Man hat ja die Ursache nicht bekämpft damit, sondern hat es einfach nur noch mal kurz beendet. Wenn es jetzt darum geht, abzuschätzen, welches Risiko besteht für mich persönlich jetzt durch das Vorhofflimmern, gibt es solche Risikoscores, die Ärzte mit dem Patienten dann besprechen, bewerten, wo man sagt, was haben wir für ein Risiko, wie alt sind Sie, hatten Sie sogar schon mal einen Schlaganfall? Wie wichtig ist es jetzt für uns, diesem Schlaganfallsrisiko in Zukunft vorzubeugen durch Medikamente oder andere Maßnahmen? Und da wird so ein Risikoscore entwickelt, mit dem wir dann auch so eine statistische Vorhersagewahrscheinlichkeit haben für das Risiko eines Schlaganfalles binnen eines Jahres. Unangenehm, wenn man dann so eine Zahl an den Kopf geworfen kriegt. Es trifft einfach das Risiko für die allgemeine Bevölkerung mit diesen Erkrankungen in diesen Risikokonstellationen. Das liegt beim Vorhofflimmern dann sofort immer bei 1-2% pro Jahr und geht halt herauf bis 10-15%, wenn man sehr viele Risikofaktoren hat. Und wenn man so ein hohes Risiko hat, muss man natürlich unbedingt was unternehmen.
Sie sehen jetzt nochmal hier diese Rhythmusstörung, dieses Vorhofflattern, diese unregelmäßigen Zacken, das ist ein bisschen regelmäßiger. Und was ich Ihnen gezeigt hatte vorher, war ja diese dreidimensionale Navigation, wo wir die Linie gezogen haben, um das zu behandeln und dieses Karussell zu unterbrechen. Und hierbei gehen wir hier bei dieser schematischen Zeichnung, ist es dieses Karussell hier auf der rechten Seite, welches wir unterbrechen wollen. Ich würde sagen, unter Berücksichtigung der fortgeschrittenen Zeit würde ich das gerne überspringen jetzt an der Stelle und überspringe einige Folien, die auch etwas älter sind und die reine Navigation mit Röntgenstrahlen zeigen. Über das Thema sind wir eigentlich auch jetzt derzeit schon hinaus. Und das, was ich Ihnen vorher gezeigt hatte, war diese dreidimensionale Navigation. Die kann das auch sehr gut zeigen hier. Und zwar sehen Sie hier die untere Hohlvene, die obere Hohlvene. Sie sehen hier die rechte Vorkammer, in der das Flattern stattfindet. Und Sie sehen verschiedene Blickrichtungen auf das Flattern. Sie sehen hier einen kreisförmigen Katheter, einen elektrischen Katheter, der 20 elektrische Signale ableiten kann. Mit dem haben wir das Flattern hier vorher nachgewiesen. Und was wir dann tun, ist eine elektrische Barriere schaffen zwischen der Herzklappe und der Hohlvene. Das ist die Region, in der der Strom durchkreist und das wird applaudiert und das Flattern wird damit terminiert. Das war jetzt die Behandlung des Flatterns auf der rechten Seite. Jetzt haben Sie natürlich einen guten Grund zu fragen, was mache ich denn bei Vorhofflimmern? Und beim Vorhofflimmern, da können wir weitergehend Strukturen behandeln. Und zwar sind es die Lungenvenen, die uns interessieren. Das bedeutet, in den Lungenvenen, das sind die Strukturen, die wir in der linken Vorkammer finden, die elektrisch instabil sind, die für das Vorhofflimmern in aller Regel verantwortlich sind, wenn es anfallsweise auftritt. Diese Übergangszonen von Gefäß zum Herzen, die haben eine elektrische Instabilität zur Folge. Das sind die Strukturen, die Sie gesehen haben bei der Computertomographie, wo das Herz so gelb war und so ganz viele Gefäße auf das Herz zurückgeströmt sind. Und was wir hierbei machen, ist Folgendes. Wir isolieren die Übergangszonen von den Gefäßen zum Herzen mit Kälte. Dabei wird ein Kälteballon auf die Lungenvene aufgepfropft und die Vene wird komplett abgedichtet. Damit erzeugen wir einen guten Gewebeandruck des Ballons an das Herz und können mit Kälte von minus 60 bis minus 80 Grad das Herzmuskelgewebe erfrieren, das für diese Rhythmusstörungen verantwortlich ist. Diese Methode wirkt sehr, sehr gut und kann anfallsweise das Vorhofflimmern in gut 80% der Fälle behandeln. Also wir haben damit eine gute Erfolgsaussicht, Vorhofflimmern zu behandeln. Und nun müssen wir aber auch auf die linke Seite herüber. Das ist nochmal eine Scheibchentechnik. Sie sehen in der Computertomographie hier so einen Anschnitt von Lungenvenen, das Sie eben in diesem dreidimensionalen Bild ja noch besser gesehen hatten. Dann nochmal die Ansicht des linken Vorhofes mit den einmündenden Lungenvenen. Und hier ist das elektrische Chaos. Und das haben wir durch viele Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen nachgewiesen, dass die Behandlung dieser Übergangszone von Gefäß zum Herzen dann eben sehr, sehr wichtig ist, um das Vorhofflimmern zu behandeln. Das war das Bild vom Anfang, wo wir mit dieser langen Nadel herübergehen müssen im Herzen. Und warum das so ist, das haben hier berühmte Elektrophysiologen aus Frankreich vor der Jahrtausendwende herausgefunden. Und die haben gezeigt, dass die Lungenvenen, das ist eine schematische Zeichnung, hier ist die rechte Seite des Herzens, die Hohlvenen, hier sind die Lungenvenen. Und von der anatomischen Struktur sind es vor allen Dingen eben die Lungenvenen, die das Vorhofflimmern erzeugen. Das Ganze ist dadurch wohl begründet, dass das Herz über dieses Älterwerden und den hohen Druck, der im linken Kreislauf besteht, hier diese Übergangszonen besonders empfindlich sind, was auf der rechten Seite so weniger zutrifft. Und wir sehen dieses elektrische Chaos hier in den Lungenvenen, Sie sehen diesen elektrischen Strom, dieses Gezacke, und das ist praktisch die elektrische Instabilität in den Lungenvenen, die hier nachgewiesen wurde von den Kollegen aus Frankreich. Und die haben dann gezeigt, dass die Behandlung dieser Strukturen eben sehr wichtig sein kann, das Vorhofflimmern zu unterbrechen. Und jetzt ist ja die Frau Professor Schmidtke ist ja weg als Herzchirurgin, die wird sich vielleicht daran erinnern, als das Furore machte um die Jahrtausendwende, sind die Herzchirurgen hergegangen und haben bei herzklappenchirurgischen Eingriffen dann die Lungenvenen mit Ablationskathetern isoliert. Die sind also hergegangen und haben unter Sicht bei der Operation das Herz hier isoliert und mit so einem Elektrokatheter Narben gezogen, um diese elektrisch instabilen Regionen aus dem Herzen auszuschließen. Und das war so erfolgreich, dass wir das mit Kathetertechniken imitiert haben. Und der erste Weg war dann, dass wir über lange Schleusen perlenschnurartig mit so kleinen Elektrokathetern Läsionen gesetzt haben, um Lungenvenen zu behandeln. Das sieht so ein wenig chaotisch aus. Das Ziel war, dass
perlenschnurartig Läsionen gezogen wurden, um die Lungenvenen zu isolieren. Und da gab es natürlich dann Weiterentwicklung. Ich möchte sagen, Weiterentwicklung bewusst, weil ich glaube, dass die Kryotechnik hier dieser Punkt-für-Punkt-Ablation überlegen sein sollte. Und das ist auch bewiesen, dass sie eben sehr, sehr gute Ergebnisse liefert. Wir können mit dem Kryoballon einfach durch ein Stöpselprinzip die Lungenvene abdichten und mit der Kälte eine umgreifende Läsion schaffen, während dieses Punkt-für-Punkt-Vorgehen ja immer auch das Risiko beinhaltet, dass wir Lücken lassen. Was natürlich vermieden werden soll, aber durch eine perfekte Abdichtung mit dem simplen Nachweis eines Stopps des Blutflusses von der Lungenvene zum Herzen, den wir nachweisen können und sehr gut, sehen wir, dass wir überall Kontakt haben. Wenn wir Kontakt haben, haben wir auch einen Erfrierungsschaden am Herzen zu erwarten. Und das sind die Bilder, die Sie auch vom Anfang gesehen haben. Das ist der Ort des Interesses. Wir analysieren das. Wir können die Größe des Ballons, den Zugangsweg zum linken Vorhof, alles bestimmen vorher. Haben dann die Schleusen im Körper, über die wir zum Herzen vorgehen. Wir punktieren dann die Vorhofscheidewand. Die Vorhofscheidewand ist dünn, die stellt sich auf wie so ein Zelt. Das können wir im Herzultraschall sehen, dass wir dem Herzen nicht an anderer Stelle schaden. Gezielt herübergehen von der rechten auf die linke Seite. Und wenn wir dann drüben sind, dann können wir diese dicke Schleuse, so dick wie so ein McDonald's-Strohhalm, 1 Meter lang, hier in die linke Vorkammer schieben, haben dafür so einen atraumatischen Draht, wie so ein Schweineschwanzkatheter, der uns daran hindert, das Herz zu perforieren an einer Stelle, wo wir nicht hinwollen. Und danach sind wir eben in dieser Situation, dass wir den Ballon einsetzen können und die Lungenvenen isolieren können. Zusätzlich überwachen wir alles, was notwendig ist, wo wir Schaden anrichten können bei der ganzen Prozedur, weil es ja sehr invasiv ist, können Sie sich vorstellen, haben wir natürlich auch Risiken, Embolierisiko, das Risiko, das Zwerchfell zu lähmen, weil hier auch Nerven entlang laufen. All das haben wir im Blick, um diese Risiken zu minimieren. Und das können wir dann eben im Verlauf sehen. Es gibt noch so ein Beispiel hier, der Kryoballon wird in so Wasser getaucht, die Energie wird abgegeben und dann sehen Sie, wie sich so eine Eisformation um den Ballon bildet. Nur so ein Beispiel für diese Kälte, die da einwirkt. Das sind minus 60 Grad. Wenn Sie im Winter einen Laternenfall anfassen, sind Sie nach 20 Sekunden festgefroren. Und das machen wir halt mit dem Herzen an der Stelle. Die Narben, die durch die Kryoenergie geschaffen werden, die sind sehr, 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 sehr effektiv. Das hier ist Kaminfeuer, das ist Hitze. Hitze zerstört das Gewebe, zerreißt es. Merkwürdigerweise bleiben aber auch Zellen intakt. Die oberflächliche Haut des Herzens wird aufgerissen, es bilden sich Gerinnsel. Bei Kryo ist das anders. Denken Sie an den Laternenfall, die Kälte, sie frieren an. Erfrierungsschäden sind anders, sind auch gravierend, haben elektrisch sehr stabile Narben zur Folge. Aber das Endothel bleibt erhalten. Es ist also weit weniger traumatisch, aber ein Stück weit effektiver. Und den Erfolg messen wir dann mit so einem elektrischen Katheter, um zu beweisen, dass das elektrisch isoliert ist. Ich bin jetzt ein wenig gejagt hier durch die Situation. Ich will Ihnen aber noch was anderes zeigen. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel für einen Patienten, der kam mit einem Schlaganfall. Wir sehen, ich denke, das würde Ihnen jetzt schon gelingen, wenn ich jetzt fragen würde, ist das normaler Rhythmus, würden hoffentlich über 90% den Arm heben und sagen, nein, das ist doch hier dieses Gezackel, das ist doch vor Flimmern, Flattern, das gehört doch da nicht hin. Und jetzt, wo Sie wissen, wo da so ein Gerinnsel entstehen können, können Sie sich vorstellen, dass auch Schlaganfälle resultieren. Und wenn man das Gehirn dann untersucht bei dem Patienten mit einem Schlaganfall, stellt man fest, hier fehlt Blut. Da ist ein Gefäßabbruch. Das ist das passiert. Das Gerinnsel hat das Gefäß verstopft. Wir können das Gerinnsel auflösen und absaugen. Der Patient hat Glück gehabt. Innerhalb kürzester Zeit konnte er sich wieder bewegen. Als Folge sehen wir einen kleinen Infarkt im Gehirn. Hier im Zwischenhirnbereich so eine Aufhellung, also eine dunkle Struktur, die im Zwischenhirn eine Läsion geschaffen hat, aber glücklicherweise funktionell für den Patienten nicht so stark bemerkt wurde. Vorübergehend war er halbseitig gelähmt, hat sich aber gut erholt. Und was wir sehen an diesen Beispielen ist, wir müssen unbedingt aufpassen, dass sowas nicht passiert. Und unsere Maßnahme ist, dass wir ihnen Medikamente geben zur Blutgerinnselhemmung. Dazu gehören diese DOAX. Das ist, ich nenne mal ein paar Beispiele, Eliquis, Xarelto, Lixiana, sind zum Beispiel Medikamente, die Sie vielleicht einnehmen, um dem Vorhofflimmern Paroli zu bieten, damit es nicht verklumpt und damit Sie nicht im Schlaganfallsrisiko sind. Das aus gutem Grund, weil wir wollen verhindern, dass auch Hirnblutungen entstehen. Also zum einen hat man das Risiko für Schlaganfälle, aber auch für Blutungen. Und das gute alte Phalitrom, was früher sehr verbreitet war, hatte das Risiko sehr viel, hatte sehr viele mehr Risiken als diese neuen Medikamente, die sehr effektiv vor dem Schlaganfall schützen und das Risiko für Blutungskomplikationen noch mal drastisch senken. Also es ist wirklich wichtig, dass wir da aufpassen, dass wir gut behandelt sind.
Und deswegen haben diese Medikamente Einzug gefunden und werden jetzt auch allgemein akzeptiert in der Verordnung. Und wenn wir solche Hirnblutungsrisiken noch sehen, dann müssen wir natürlich feststellen, dass Menschen, die in einem besonderen Risiko sind für Schlaganfälle, leider auch Risiken haben, Hirnblutungen zu erleiden. Das sind ja jetzt alles sehr gravierende Erkrankungen. Und was können wir da tun? Und da ist es sehr, sehr naheliegend, dass wir diese Besenkammer aus dem Blutstrom ausschließen. Wenn wir das könnten, dann könnten wir vielleicht auf Blutgerinnselhemmer verzichten, weil wir das Hauptrisiko für den Schlaganfall, nämlich die Entstehung von Gerinnseln in diesem Vorhofohr, ausgeschlossen haben. Und da kann man solche Schirmchen implantieren in das Vorhofohr damit das Risiko minimieren. Und das ist das, was wir jetzt auch gerne und häufig durchführen bei Menschen mit besonderen Risiken. Und da können wir diese Strukturen hier, die Sie sehen, nämlich die hier das Risiko beinhalten, dass Schlaganfälle entstehen, dadurch minimieren, indem wir die zustöpseln. Und da sehen Sie hier so einen Stöpsel, da ist wie so ein Deckel ist da drauf, das ist gefangen. Und da das Blut, was hier jetzt gefangen ist, das wird gerinnen, das wird dann zusammenschrumpfen, dieses Vorhofohr oder was ich immer sage, Besenkammer. Und damit haben wir das Risiko, dass da Schlaganfälle entstehen, ausgeschlossen. Die Schlaganfälle entstehen zu über 90% der Fälle in diesen Strukturen. Das heißt, wir haben in aller Regel mit dem Verschluss hier das Hauptrisiko eliminiert. Und wenn Sie dann auch noch besondere Risiken haben für Blutungskomplikationen, sei es fürs Gehirn, für den Magen-Darm-Trakt, dann ist Ihnen damit sehr geholfen, weil die Blutgerinnselhemmung dauerhaft nach dem Einsetzen von solchen Schirmen nämlich weit weniger aggressiv sein muss. So, und da ist jetzt, ich möchte das noch überspringen hier. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel geben für diese Geräte, die wir einsetzen. Das sind diese implantierbaren Ereignisrekorder, von denen eben auch Frau Professor Schmidt gesprochen hat. Wir haben etwa 1000 Patienten in unserer Datenbank, die wir so überwachen. Wir können ein EKG sehen über das Internet. Wir sind verbunden mit dem Gerät, dass Sie jede Nacht kriegen wir da aktualisierte Daten von Ihnen. Jeden Tag wird es durchgesehen von einem unserer Mitarbeiter in der Klinik. Und wir kontaktieren die Patienten, ergreifen Maßnahmen, wenn wir Rhythmusstörungen sehen, besonderer Art. Und da stellt sich dann die Frage, warum zum Arzt gehen mit Herzrhythmusstörungen? Gut. Na, ich wollte sagen, in erster Linie dafür. Also ein Leben ohne Handicap, das wünschen wir uns alle. Und das ist alles ein Spiel auf Zeit, das wissen wir. Aber gut ist, wenn Sie was dafür tun können und uns an Ihrer Seite wissen, wir wollen uns gerne kümmern, dass Sie, solange es geht, gut im Leben stehen dürfen. Dankeschön. Okay.